Nordwestlich der Bielefelder Innenstadt zwischen Gellershagen und Schrötinghausen befindet sich Babenhausen. Im Jahre 974 nach Christus, erstmalig unter dem Namen Pavenhusen erwähnt, hat sich die ehemalige Bauernschaft zu dem heutigen Stadtteil mit knapp 5000 Einwohnern entwickelt. Babenhausen ist ein typisches Wohnviertel und besteht aus einem Nord- und einem Südteil. Der ältere Bereich ist der Nordteil mit der Siedlung Thomashof und der Andreaskirche, die das höchste Gebäude im Stadtteil ist. Unmittelbar daneben steht die Leineweberschule, eine Förderschule der Stadt Bielefeld mit dem Schwerpunkt Sprache. Deutlich größer ist der Südteil Babenhausens. Ruhige Wohnstraßen, wie zum Beispiel die Hainteichstraße, findet man hier an mehreren Stellen. Eine Besonderheit ist der Hainteich, der nicht nur im Sommer einen Besuch wert ist. Mittelpunkt des Stadtteils ist das Geschäftszentrum an der Babenhauser Straße mit Supermärkten, Fachgeschäften und Gastronomie. An der Jörnbecker Straße steht zudem die Feuerwehrwache West. Babenhausen, ruhig und stadtnah.